Was gibt es Neues hier aus dem Garten, beziehungsweise welche Arbeiten habe ich jetzt die letzten Woche gemacht? Jetzt ganz neu, Anfang Oktober habe ich jetzt den Knoblauch von mir nochmal neu reingesteckt. Das ist eine Sorte, die ich von meiner Tante aus Kaliningrad bekommen habe. Da hat sie den jahrelang angebaut, den hat dann meine Mom hergebracht. Den habe ich dann jetzt gesteckt im Oktober. Ein bisschen früher, einfach aus dem Grund, weil ich hier bei meinen Eltern, die haben eine Bodenheizung. Das heißt, wenn es dann kühler wird, was ja in der Nacht ist bei 3, 4, 5, 6 Grad zum Teil, dass halt danach die Wärme aus dem Boden genommen wird und einfach dafür das Haus dann geheizt wird. Und das sorgt einfach dafür, dass halt bei mir im Allgemeinen der Boden etwas kühler wird und die Pflanzen dann halt auch sowohl im Herbst, aber auch im Frühjahr dann schon Wachstumsprobleme halt auch bekommen und nicht so richtig ankommen. Also im Frühjahr gehen sie halt dann eher ein und im Herbst gehen sie eher ein und im Frühjahr brauchen sie ein bisschen länger als eher im anderen Gärten. Und ich habe sie ja wieder zwischen den Erdbeeren wieder gesetzt, einfach aus dem Grund, dass sie halt den Mehltau zum Beispiel von den Erdbeeren weghalten. Ist eine wunderbare Mischkultur und beide mögen halt sehr humusreichen Boden und das sorgt einfach dafür, dass sie halt weiterhin gut gemulcht werden. Das heißt Grasschnitt, später kommt noch ein bisschen Laub dazu, Holzhack und wichtig auch dabei ist, dass ihr schaut, dass ihr einen Winterknoblauch habt, den ihr jetzt stecken könnt, damit wenn der dann mal rauskommt, auch die, ja, den Winter dann auch ziemlich gut übersteht, also beziehungsweise die Fröste, dass er da einfach bestehen bleibt, wird dann ein bisschen größer sein, sodass dann schon so 5 bis 10 cm dann rausgucken und da auch dann beständig sein gegenüber dem Frost. Weil ich momentan am Saftfasten bin, nice, habe ich jetzt auch schon damit angefangen, meinen Sellerie aus dem Hochbeet zu beernten. Ich trinke sehr, sehr gerne während meiner Saftfastenzeit sehr gerne Selleriesaft, schmeckt mir richtig gut. Und da ist es halt dann einfach so, dass ich den Sellerie aus dem Hochbeet immer am Rand bzw. immer die Blätter abzupfe. Das heißt, ich nehme nicht die ganze Pflanze raus, sondern so viel, wie ich halt brauche, damit halt das Herz bestehen bleibt, damit halt immer wieder neue Stangen von der Pflanze produziert werden können. Und das mache ich halt bei den ganzen Pflanzen. Ich habe es bewusst etwas enger gesetzt, das Ganze, damit ich halt das machen kann, damit ich halt länger von meiner Ernte sozusagen habe. Der Sellerie ist jetzt nicht ganz so groß wie zum Beispiel in wärmeren Regionen wie in Italien und Spanien. Denn für deutsche Verhältnisse bin ich sehr zufrieden, dass er halt diese Größe hat, weil es jetzt auch daran geschuldet, dass halt der Sommer ziemlich trocken war und ich konnte es halt nicht einfach gewährleisten, dass die mal eine stetige Wasserversorgung hatten im Hochbeet. Dennoch werde ich es jetzt so machen, die mal am äußeren Rand die Blätter abzupfen, da kommt dann sowieso ein bisschen Luft rein. Jetzt im Herbst bzw. im Winter wird es ja sowieso mit dem Wachstum etwas langsamer, aber trotzdem werden da wahrscheinlich ein paar Blätter rauskommen, dass sich das lohnt, das zu machen. Und später im Frühjahr möchte ich ja sowieso Samen ernten, dann gehen ja die Pflanzen in die Blüte und dann habe ich halt einfach die beste Ausbeute, sage ich mal, von der Pflanze. Und das empfehle ich euch sowieso, das auch mit Salaten zu machen, wenn ihr jetzt keinen Pflücksalat habt, sondern nur Kopfsalat, auch das mit dem zu machen. Kopfsalate aller Art, Eichblattsalat, was auch immer, dass ihr immer die Blätter beerntet, bis er dann in die Blüte geht. Und da haben auch später was die Bienen davon. Ihr habt dann Samen was und habt dann die maximale Ausbeutung von der Pflanze. Nicht Ausbeutung, sondern Ausbeute. Okay. Neben der stetigen Sellerieernte habe ich jetzt auch schon meine ganzen Kürbisse geerntet. Das ist der GT Okonosim, eine mehr als 58 Jahre alte Kürbissorte. Und da habe ich dann ungefähr 5 bis 6 Kürbisse geerntet. Sind auch richtig große Oschis mit dabei. Bin da sehr zufrieden, trotz dieses trockenen Sommers, muss ich sagen, dass die Pflanzen das dann doch sehr gut überstanden haben. Jedenfalls ist es halt so, dass dann in den letzten Wochen dann auch sehr viel Regen runtergekommen ist und die Kürbisse auch Risse bekommen haben, also sind halt aufgeplatzt an der Schale. Und bei einem, da haben sich auch ein paar Tierchen reingebaut, weil ich ja die auf dem Kompost angebaut habe. Nichtsdestotrotz wird die meine Mama halt einfach nutzen, mit der Kürbissuppe zum Beispiel draus machen und dann schöne Sachen machen. Hab dann auch wieder Saatgut, was ich euch weitergeben kann. Also auch wer mein Interesse dran hat, Saatgutliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und für den Kürbis dann auch, wie jedes Jahr dann auch, nachdem ich die Saatgut geerntet habe und auch im Frühjahr dann wieder auf dem Kompost anbauen, weil das für mich eine der besten Möglichkeiten ist. Den Kompost, den werde ich dann später jetzt dann in nächster Zeit aussieben, damit ich dann dort frische und gute Erde habe, dann später auch für die Vorzucht bzw. auch für die Beete. Und dann werde ich gleich auch für den Winter wieder neue
neuen Kompost ansetzen. Ich habe wieder sehr viel organisches Material, auch Karton, was ich da mit reinwerfen möchte. Und dann werde ich mal schauen, was die Leute mir da auch dazu bringen an organisches Material. Noch ein kleiner Einschub von mir. Der Kürbis ist ein Winterkürbis und hat auch eine dementsprechende Lagerfähigkeit. Die Schale, wenn man zum Beispiel eine Kürbissuppe machen möchte, sollte man vielleicht dann runter machen, weil sie dann doch etwas holzig werden könnte beim Kochen. Sonst kann man die auch zum Beispiel wunderbar backen, den Kürbis. Da kann man die Schale dran lassen. Die Schale ist essbar, ist halt nur ein bisschen, wird dann ein bisschen härter, wenn man die zum Beispiel kocht. Sonst kann man auch sagen, dass die einen leichten Melonengeschmack hat, wie man das mir zum Beispiel auch gesagt hat. Also es ist ein sehr schmackhafter Kürbis. Damn! Und den kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel nur Hokkaido gewöhnt ist, den kann ich dann auch nur den Leuten zusätzlich empfehlen, dass man auch den Kürbis ausprobiert. Der geht auch schon in diese Richtung vom Hokkaido auch mit und auch wirklich ein Gaumenschmaus und der Ertrag ist auch wunderbar von den Pflanzen. Also, und die sind auch sehr widerstandsfähig, muss ich sagen. Sehr robust, also ist Stichwort organisches Material in meinem letzten Video zur Permakultur, wo ich dann gesagt habe, welche Sachen man jetzt noch vor dem Winter tun kann, habe ich dann erzählt, dass man sich das organische Material zum Beispiel bei sich aus dem Garten holen soll, also zum Beispiel Sonnenblumen, Häckseln und alles Mögliche und auch von den Leuten, die jetzt das organische Material zum Wertstoffhof bringen, weil sie halt ihre Gärten aufräumen, dass man das halt auch jetzt zu sich nimmt. Da dann auch eine geantwortet unter dem Video auf Facebook, dass ich halt den Leuten sagen soll, dass man halt solches Gestrüpp oder alte Stänge und sowas stehen lassen soll im Winter. Well, that's right. Beziehungsweise den Garten nicht zu sehr aufräumen soll, sondern wilde Ecken hinterlassen solle. Einfach aus dem Grund, dass halt da Tiere, Wildbienen, Insekten und sowas das als Überwinterung nutzen. Und da hat sie natürlich auch recht, das sollte ich auch so machen. Ich habe es einfach an dem Punkt gesagt, manche Leute wollen es zwar, kannst du denen zwar sagen, wollen sie nicht hören und bringen das Zeug trotzdem weg. Und bevor sie es halt irgendwo wegbringen, dann nimmst es halt du in deinem Garten. Und natürlich werde ich auch ein paar wilde Ecken bestehen lassen. Ich habe zum Beispiel Totholzhecken, legt die zum Beispiel an. Wenn ihr Laub habt, macht einen Haufen für die Igel zum Beispiel. Das ganze Mulchen hilft ja auch als Unterschlupf für die Tiere. Bei mir im Folientunnel sind im Winter auch ziemlich viele Insekten, dann, wenn es da mal warm wird, die ein bisschen rauskommen. Kompost ist auch zum Beispiel sowas, was ihr anlegen könnt, wo sich auch sehr viele Tiere dann auch gut verstecken können. Und natürlich, wenn ihr jetzt irgendwelche Sonnenblumen habt oder eine wilde Ecke, dann lasst die einfach ausblühen, lasst die stehen, mäht die dann im März zum Beispiel nieder. Oder wenn ihr halt Insektenhotels oder irgendwie sowas habt, totes Holz oder irgendwie einfach rumliegen ist. Das ist halt ein Unterschlupf für die meisten Tiere. Und wenn ihr zum Beispiel eine Wildblumenwiese habt, die ist dafür prädestiniert. Ich habe jetzt bei mir angefangen, die Wildblumenwiese zu mähen, weil ich halt das von der Gemeinde machen muss. Und bevor ich dann Ärger für meinen Vater verursache, warum ich die nicht mähe, obwohl das halt so mir so gesagt worden ist, dass ich die halt dann mähen muss um die Zeit, dann handle ich sozusagen unverantwortlich, beziehungsweise tue ich nur mehr Ärger meinem Vater verursachen und das muss auch nicht unbedingt sein. Deswegen habe ich die bei mir jetzt schon angefangen abzumähen und halt daraus das ganze organische Material in meine Ertragszone sozusagen zu bringen, weil eine Wildblumenwiese mager sein muss. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine habt, die jetzt nicht von der Gemeinde ist auf einer Fläche, sondern bei euch privat, dann lasst einfach das ganze Gestrüpp stehen. Hilft, wie gesagt, Insekten, Bienen, kleines Getier, einfach zur Überwinterung und die sind es euch dann auch später sehr dankbar und einfach dann im Frühjahr damit anfangen. An diesem Punkt möchte ich jetzt das Video beenden. Vielen Dank, dass du bis hierhin eingeschaltet hast. Gerne wie immer Kanal kostenlos abonnieren, dabei auf die Glocke drücken, Daumen nach oben geben, kommentieren, gerne auch das Video teilen an Freunde, Bekannten und Familie oder auf Facebook. Für diese Unterstützung bin ich einfach sehr dankbar, damit dadurch der Kanal weiter wachsen kann. Zusätzlich gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen, permakulturprojektpeace.de. Da findet ihr auch einige Produkte, die ihr jetzt auch für den Winter zum Beispiel nutzen könnt. Sauerkraut habe ich einiges gemacht, eingekochte Sachen, einfach für euer Lager. Könnt ihr dann einfach mal dort ein bisschen rumstöbern, vorbeischauen. Dort findet ihr auch Jungpflanzen. Jetzt ist auch eine optimale Pflanzzeit, wie ich finde, um halt Stecklinge oder junge Pflanzen in die Erde zu bringen, wie zum Beispiel Johannisbeeren, Erdbeeren und so weiter und so fort. Auch für die verschiedenen Kräuter findet ihr alles dort auf meiner Webseite. Gerne könnt ihr auch auf mein Angebot von Coachings zurückkommen. Biete Coachings zur Permakultur an,
Coaching zur schleimfreien Heilkost, auch Kurse, könnt ihr da alles anschauen. Und was ich jetzt neu eröffnet habe, ist so eine Art Arbeitsgruppe zur schleimfreien Heilkost. Findet ihr auf Telegram zum Beispiel. Und wer da Interesse hat, das ist für einen monatlichen Beitrag, könnt ihr dort mein Wissen, meine Informationen, Bücher, Audiodateien, alles Mögliche rund ums Wissen, Gesundheit, Fasten und Rohkost, könnt ihr euch da aneignen, beziehungsweise wir tun dann gemeinsam das erarbeiten, damit ihr auf ein nächstes Level von eurer Gesundheit kommt. Und es soll einfach, wie gesagt, so eine Art Arbeitsgruppe sein, wo wir uns da gegenseitig austauschen und unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr angeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.